Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt und zwar Little Nightmares. Ich habe das Spiel echt schon, ich glaube jetzt schon bestimmt ein Jahr hier liegen. Ich habe es damals mal für meine Frau gekauft, weil die mag ja so Puzzlespiele. Und ja, sie hat es schon fast durchgespielt. Sie spielte halt nicht viel und jetzt hat sie gesagt, ich soll es doch unbedingt mal probieren, weil sie meinte, das macht ihr echt Spaß und ja, hat eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Und jetzt habe ich gedacht, komm, das Spiel dauert nicht lange, ich glaube 4 Stunden Spielzeit oder so. Ich lasse euch mal dran teilhaben und wir probieren es einfach mal, obwohl ich ja eigentlich gar kein guter Puzzler bin, muss ich sagen. Und ja, wir probieren es einfach mal. Um was geht's in dem Spiel? Wir müssen hier mit so einem kleinen Mädchen von so einer mysteriösen Insel fliehen. Und da wollen wir auch mal schauen, ob wir das schaffen. Wir drücken mal X. Und wundert euch nicht, Leute, es gibt schon Spielstand, aber den habe ich nicht gespielt. Das hat, wie gesagt, das hat meine Frau gespielt. Und genau, wir machen natürlich ein neues Spiel. Ich habe keinen Spoiler, ich habe nichts gesehen von dem Game. Und ja, wir probieren es einfach mal. Neues Spiel. Willst du diesen Speicherplatz wirklich überschreiben? Ja, komm, wir überschreiben das jetzt mal. Es hilft halt nicht. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. In Little Nightmares. So, da sind wir auch schon. War ein langer Vorspann. Spiel ist übrigens von Bandai Namco. Und ist, glaube ich, gar nicht so schlecht bewertet. Ist halt bloß ein relativ kurzes Spiel. Wie gesagt, 4 bis 5 Stunden oder so. Und ja, Leute, keine Angst. Ich mache nicht so wie bei Assassin's Creed, dass ich hier eine Stunde Material aufnehme. Weil sonst ist es wahrscheinlich in 4 Folgen durchgespielt. Und ja, jetzt schauen wir doch mal, was wir hier machen müssen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Hier können wir springen. Okay, hier haben wir ein Feuerzeug oder sowas. Ich mache mal das Bildmachgerät an. So, Leute, dann schauen wir doch mal. Hier ist ein Loch. Kann man hier was machen in dem Loch? Das sieht nicht so aus. Gott, und ich um Puzzle spiele. Da bin ich ja Spezialist drin. Wie gesagt, der Hersteller sagt 4 Stunden, ich werde wahrscheinlich 10 brauchen. Ah, hier können wir was anmachen. Ich weiß halt nicht. Ah, okay. Hier können wir aufmachen. Okay, hier ducken wir uns. Hier wird es auch hochgehen. Warte mal, können wir hier was machen? Können wir irgendwie hochspringen oder so? Nee. Geht's runter. Oh.
muss erstmal schauen, was man hier alles machen kann, Leute. Also verzeiht mir, wenn ich hier zum Anfang noch ein bisschen mehr rumprobiere. Leute, wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar, doch Abo da und schreibt mir fleißig in die Kommentarbox, was ihr von dem Spiel so haltet. Ich sehe halt nichts. Okay, scheint nichts zu gehen. Geht hier was? Ich sehe ja gar nichts. Ich kann auf jeden Fall hoch, ich sehe gar nichts, Alter. Okay, hier wird es weitergehen. Schauen wir mal, was hier ist. So eine Puppe oder sowas. Kann man die aufheben? Kann ich mitnehmen? Ich schaue da mal rein. Gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Okay, hier ist irgendwie so ein Lichtstrahl. Hier gibt nichts. Kann ich den Topf hier was machen? Hier oben scheint irgendwie manche diese Dinger hier runterfallen, wenn ich hier runtergehe. Mal, wir probieren mal. Kann ja aber nicht schmecken. Okay, muss ich mich festhalten. Ach du Scheiße. Da hängt einer. Mal, hier ist ein Brief oder sowas, oder? Kann ich irgendwas lesen? Okay, ich denke mal, dass ich den Stuhl da ranschieben muss. Und rein von der Tür müsste die auch richtig aufgehen. Und so ein komischer Schleim, ich würde gar nicht reingehen. Kann man den Brett hier hochklettern? Hier scheint nichts zu gehen. Ja, okay. Aber geht's hier weiter noch? Okay, hier wird es auch noch durchgehen. Ich weiß nicht, ob ich da schon durch will. Vielleicht gibt es hier zwei Wege, so einen optionalen Weg. Komm, wir gehen mal oben lang. Okay, weiter. Ich kann ja auch nicht hauen oder sowas.
bringen. Ja. Da oben ist auch schon wieder so ein komisches Vieh. Wir gehen mal weiter. Geht schon gut los, weiß ich nicht mehr, was ich machen muss. Kann ich es anzünden? Siehst du das so blöd mit der Kamera hier? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Geht schon gut los. Oh, Alter. Was hat es hier mit den komischen Dosen auch bestimmt auf sich? Sehe ich denn, ob ich hier durchbreche? Irgendwie an den Brettern oder so? Ich denke, ich muss darüber.
Also die Soundkulisse ist echt cool gemacht. Ah, es werde Licht. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Ah, ich kann schnell rennen auch. Muss mir da einer erzählen, Mensch. Was ist mit den Kleinen da auf sich? Die tun mir auf jeden Fall mal nichts. Muss ich die vielleicht befreien? Alter, was ist das für ein Vieh? Hier sind Ratten. Ups. Schnell, bevor ich gekillt werde. Boah. Ja, das Ding geht ja wieder an, bestimmt. Irgendwas hat es hier. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Ich muss schauen, dass der Schalter unten bleibt.
Okay, ich muss schauen, dass der Schalter unten bleibt irgendwie. Ich muss echt schnell durchlaufen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, oder ja, wie ich die Umgebung halt nutzen soll, was da alles zu nutzen ist, aber das ist natürlich der Sinn von dem Spiel, dass man das selber rausfindet. Okay. Ich glaube, die dürfen wir nicht sehen. Okay. Erster Fail. Ich weiß nicht, haben wir hier unendlich Leben? Warte mal, hier gibt's, was gibt's denn hier? Einstellung, Steuerung, hier gibt's eigentlich nichts. Mal müssen wir doch da ganz an der Wand entlang kommen. Okay, er geht dreimal. Einmal. Zweimal. Unterm Auge eigentlich. Ich schaue es nochmal einmal an. Okay, jetzt hätten wir eigentlich zu dem. Ah, es sind Speicherpunkte. Warte mal, können wir hier hoch? Wollte den Kind da unten. Genau, den wollte ich befreien. Aber geht's da oben auch noch weiter? Schauen wir uns noch schnell an, würde ich sagen. Okay, hier oben ist auf jeden Fall eine Tür. Okay, warum, was ist das für eine Figur hier? Was macht die Figur? Irgendwas muss er die machen. Für irgendwas muss die gut sein. Muss für was?
Wenn ich die da runterschmeiße. Aber sie die kaputt machen vielleicht. Gucken. What the fuck? Wir werden sterben. Okay, Leute, ich würde sagen, mit diesem Raum machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr ein bisschen, wenn euch das Spiel auch ein bisschen mitnimmt, ich kann jetzt echt noch nicht viel sagen, ich habe erst eine halbe Stunde gespielt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da, würde mich alles sehr, sehr freuen. Ist mal, glaube ich, was anderes, wie immer nur Shooter oder Gemetzel. Aber so ein bisschen Puzzeln macht auch recht viel Spaß. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Reingehauen, bis dann. Ciao, ciao, euer Andi.